Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Es ist Dienstag, Dienstag ist Kolumnenzeit und heute gibt es wieder eine neue mit dem Thema Spielen im Urlaub. Viel Spaß! Ja, Dienstag. Wann auch immer ihr es seht, vielleicht auch erst Mittwoch, Donnerstag, der ein oder andere schaut es aber auch im Laufe der Woche an, heißt es wieder Zeit für eine neue Kolumne, Themen, die ich mit euch gerne bequatschen möchte. Und beim letzten Mal gab es das Thema Toplisten. Also nicht, warum Toplisten da sein müssen etc., das habe ich ja schon davor mal besprochen mit euch, sondern generell, ja, wie ist eure Meinung zu Toplisten und vor allen Dingen, was wollt ihr gerne sehen? Ich fand es super klasse, wie viele tolle Vorschläge dort gekommen sind. Da werde ich mit Sicherheit das eine oder andere daraus machen und euch dann in den nächsten Wochen und Monaten mit Toplisten von mir beglücken bezüglich Genres, Zwei-Personen-Spiele etc. Ich denke mal, da wird mir doch das ein oder andere dazu einfallen. Gewonnen hat übrigens auch jemand, und zwar Trapwords und Cube war ja das, was es hier dieses Mal zu gewinnen gab. Und Gewinner ist Michael. Michael unterwegs, so der Name. Ich musste gerade ein bisschen stocken, weil es hörte sich... als hätte ich irgendwas mir da hingeschrieben mit unterwegs. Ja, die anderen Pakete sind jetzt unterwegs. Aber Michael unterwegs hat also die beiden Spiele gewonnen. Bitte einfach bei mir melden. Und dann machen wir die Modalitäten bezüglich der Übergabe aus. Und das Thema, was ich heute mit euch ganz gerne besprechen möchte, so weit ist es ja nicht mehr hin. Mit den Sommerferien in NRW beginnen sie Anfang Juli. Die anderen Bundesländer habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber ich glaube, die ersten sind sogar schon im Juni soweit, dass es in die Sommerferien geht. Je nachdem, wie Impfzustand da ist, geht es vielleicht dann auch schon ein Stück weiter weg oder mit dem Auto, mit dem Zug, was auch immer. Nichtsdestotrotz, das, was bleibt, ist, dass ihr euch darum kümmern müsst, was nehmt ihr diesmal mit in den Urlaub. Ich will aber euch jetzt gar nicht eine Auswahl an Spielen bereitstellen. Das mache ich sicherlich dann im Rahmen einer Topliste, die ich hoffentlich vor dem Urlaub dann noch rausbringen werde. Mir geht es eher darum, ja, wie bereite ich mich auf das Spielen im Urlaub vor. Zunächst mal geht es natürlich um die richtige Auswahl. Und die ist häufig davon abhängig, wie viel Platz habe ich überhaupt und mit welchem Gefährt, zu Fuß vielleicht sogar, geht es denn in den Urlaub? Habe ich idealerweise ein Auto, dann und das vielleicht auch noch groß genug ist, dann habe ich natürlich mehr Möglichkeiten, als wenn ich vielleicht mit dem Flugzeug fliege und das Gepäck schon alleine durch die Kilos etwas beschränkt ist oder noch schlimmer, also schlimmer im Sinne von Platzmangel. Ich reise im Zug, habe vielleicht nur einen Koffer oder nur einen Rucksack, dann wird es dann doch deutlich haariger. Da habe ich aber immerhin keine Kilobeschränkung. Also das gilt es zunächst einmal zu eruieren. Wie viel Volumen kann ich überhaupt mitnehmen und wie viel Kilos kann ich mitnehmen? By the way, wenn ich mit dem Rucksack durch die Gegend reise, dann werde ich mir natürlich auch nicht ohne Ende Kilos auf den Rücken schnallen, denn das dürfte, glaube ich, auch nicht so perfekt sein. Ja, also steht das dann mal irgendwann fest und ich kann halt dann, habe ein gewisses Volumen oder eine gewisse Kiloanzahl zur Verfügung, geht es dann natürlich an die Auswahl. Ja, mit wem fahre ich denn in Urlaub? Sind das Leute, die Strategiespiele mögen, Expertenspiele, Kennerspiele oder doch lieber Familienspiele? Fahre ich mit mehreren Leuten in Urlaub? Dieses Jahr wird es wahrscheinlich da ein bisschen haariger werden. Kann das eine oder andere Partyspiel vielleicht was taugen? Oder bin ich vielleicht nur mit meinem Partner unterwegs? Dann werde ich natürlich eher ein Augenmerk drauf legen, Zwei-Personen-Spiele einzupacken, da sich vielleicht jetzt große Strategiespiele da eher weniger eignen. Also das ist nicht ganz unwichtig, mit wem ich dann eben halt unterwegs bin. Ja, und dann geht es natürlich ans Packen. Habe ich das Auto?
muss ich mal mit der Familie, also bei mir in diesem Fall, Rat halten, was wollen die vielleicht selber noch spielen? Da lasse ich dann meine Kinder in der Regel zwei, drei Spiele aussuchen, worauf sie Lust haben. Mein Sohn ist manchmal so und so drauf, zwischen ich habe gar keinen Bock mehr, irgendwelche Spiele zu spielen und ja, das mache ich dann doch nochmal mit. Das ist immer so ein bisschen abhängig vom Langeweilegrad und ich sag mal von meiner persönlichen Frustrationsschwelle, wie hoch der Anteil des täglichen elektronischen Medienkonsums bei ihm dann schon gewesen ist. Und wenn ich das dann irgendwann limitiere auf eine bestimmte Anzahl an Stunden, dann kann sein, dass die Langeweile doch zu groß ist und dann kann so ein Brettspiel doch mal ganz spannend sein. Da ist meine Tochter zum Glück noch ein bisschen anders unterwegs, wobei die natürlich es hasst, immer wieder neue Spiele zu haben, neue Regeln zu kennenzulernen. Die mag lieber das, was sie ganz gut mag, also gerne kennt, was sie gerne spielt, dann eigentlich auch häufiger spielen. Ja, das Los eines Rezensenten zwischen dem neuen Kram versus vielleicht auch sehr guten alten Sachen dann zu entscheiden. Ich habe mir das dann zur Aufgabe gemacht, also wenn ich beispielsweise mit dem Auto unterwegs war und Kilos waren da an der Stelle jetzt eh wurscht, da ging es dann meistens um Volumen, dann habe ich angefangen, Schachteln zu basteln. Das heißt, ich habe das Inlay rausgenommen, ich habe versucht, in möglichst wenig Karton möglichst viele Spiele hineinzupacken. Da passten also auch schon mal in so einen Karton diverse Kartenspiele hinein. Inlays, wie gesagt, waren da sehr störend. Zip-Tüten helfen da meistens. Anleitung braucht man in der Regel auch nicht, weil die kann man zur Not auch noch im Internet nachgucken. Also da heißt es natürlich sparen ohne Ende. Und hier sind dann, ja, ich sag mal, Bastelfähigkeiten gefragt, eben halt das, was ich eben zusammenpacke, möglichst kompakt hinzukriegen. Das gleiche gilt natürlich fürs Flugzeug. Hier habe ich allerdings noch die Kilobeschränkung. Das heißt, ich muss versuchen, möglichst die schweren Sachen raushalten. Metallmünzen sind dann vielleicht eher nicht so praktikabel mit in den Urlaub zu nehmen. Oder man packt sie ins Handgepäck. Da ist das Thema Kilo dann vielleicht nicht ganz so dramatisch. Aber ich will natürlich auch nicht mit einem Haufen Metallmünzen auf dem Rücken durch die Gegend fahren, fliegen. Von daher war das dann also auch immer so ein Thema. Aber hier kann ich natürlich empfehlen, auch hier die Schachteln zu nutzen, vielleicht eher kleinere Spiele zu nehmen, leichtere Spiele. Da sind sicherlich Kartenspiele besser geeignet oder Roll-and-Ride-Spiele. Die haben dann meistens einen Block drin. Papier ist dann noch, also das Papier zum Abreißen ist dann noch angenehmer oder man laminiert es sogar. Dann habe ich nur meistens eben halt eine Einheit dabei, die ich dann schnell mal eben mit dem Tuch abwischen kann. Hat auch wunderbar schon funktioniert. Minimiert dann tatsächlich das Gepäck. Roll-and-Ride-Spiele. Insbesondere mit abwischbaren Folien waren auch immer ein ganz guter Ratgeber, wenn es in Richtung Meer gegangen ist. Da ist natürlich Sand im Spiel, da ist natürlich Wasser im Spiel. Gut, man sollte vielleicht jetzt nicht mit abwischbaren Folien dann direkt am Pool sitzen. Da kann dann vielleicht auch mal ein Tropfen Wasser drauf gehen und der Spielstand ist hinüber. Aber grundsätzlich waren solche Sachen, gerade wenn es in die südlicheren Gefilde ging, von Vorteil. Genauso eben halt auch eher kleinformatige Sachen, denn man beispielsweise im Zug sitzt oder im Flieger, dann kann man halt unterwegs eben halt solche Sachen auch wunderbar spielen. Das, was ich persönlich immer für mich gerne eingepackt habe, waren auch diverse Solospiele. Wenn dann mal keiner Lust hatte, habe ich dann die Möglichkeit genutzt, um eben halt hier Solospiele auszuprobieren. Da gibt es mittlerweile ja auch das ein oder andere auf dem Markt oder auch gut funktionierende Strategiespiele, die solo funktionieren. Habe aber dann mitunter auch darauf zurückgegriffen, dass es elektronische Umsetzung von Brettspielen gab und habe dann mit meinem iPad eben halt etwas komplexere Spiele gespielt. Ich bin noch nicht dazu übergegangen, Board Game Arena etc. aus dem Urlaub dann mit Freunden zu zocken. Das war mir dann doch ein bisschen too much, weil ich will ja dann nicht mit irgendwelchen Freunden zocken, die nicht da sind, sondern dann eher den Urlaubsort genießen. Ja, spielen vor Ort ist dann immer das Besondere. Wann spielt man? In der Regel ja dann nicht morgens, wenn man halt unterwegs ist oder von mir aus da
ja, frühstückt oder sonst was. Also in der Regel ging es dann eher so Richtung mittags, nachmittags los, aus der Mittagssitze raus. Hier und da eine kleine Partie gespielt oder dann abends irgendwo gemütlich beim Cocktail sitzend eben halt ein Spiel herausgeholt. Das hat dann schon mal für oder war dann schon mal von vorteilhaft. Da kann ich mich beispielsweise an Fabelsaft ganz gut erinnern, was wir dann im Urlaub mal wirklich über mehrere Abende durchgezockt haben, um eben halt die verschiedensten Kampagnen dann zu entdecken. Also das ist sicherlich auch vielleicht ganz hilfreich, beispielsweise Spiele zu nehmen, die wiederkehrend sind. Da fällt mir jetzt gerade ein, beispielsweise Micro Makro, was sich anbietet, was auch relativ leicht ist. Da kommt ja im Sommer die zweite Ausgabe heraus. Oder die Abenteuer des Robin Hood. Ja gut, da sind Holzteile drin, wobei aber an sich noch relativ überschaubar, wenn man jetzt nicht das große Paket mitnimmt, sondern das Ganze eben halt, also hier kann man das tatsächlich das Inlay rausnehmen und noch andere Spiele hinzupacken. Oder und das, jetzt habe ich My City, würde sich beispielsweise auch anbieten von Cosmos, was im letzten Jahr ja um den roten Pöppel mitgekämpft hat. Ja, spielen vor Ort ist natürlich immer so eine Sache. Gerade in der Sonne ist es vielleicht nicht perfekt, aber es kann halt auch schon mal langweilig sein. Also von daher habe ich gerade bei meinem Sohn da doch das ein oder andere Positive erlebt. Ja, und jetzt seid ihr im Spiel. Das heißt, meine Frage diesmal, wenn ihr in den Urlaub fahrt, egal wohin, ob das jetzt die Sonne ist, in die Berge, in Deutschland irgendwo, wobei es in Deutschland natürlich auch Sonne und Berge gibt. Nicht wie packt ihr ein? Da habe ich ja jetzt schon diverse Möglichkeiten bereitgestellt, sondern was sind eure drei Top-Spiele, die ihr dieses Jahr auf jeden Fall in euer Urlaubsgepäck hineinpackt? Das würde mich mal interessieren. Weil die kann ich ganz gerne auch in diesen Top-Listen mitverarbeiten, also die Top-Liste sozusagen aus der Community. Ich weiß, dass sich immer so um die 40, 50 Leute von euch melden. Da kann man schon mal eine kleine Top-Liste rausbasteln. Also welche drei Spiele müssen in eurem Urlaubsgepäck definitiv dabei sein? Und es ist völlig egal, wann das Spiel erschienen ist. Mir geht es nicht darum, irgendwas möglichst Aktuelles zu haben. Kann es aber auch sein, wenn ihr da jetzt gerade ein Lieblingsspiel habt. Aber was gehört bei euch auf jeden Fall ins Urlaubsgepäck hinein? Das würde mich an der Stelle interessieren. Und ja, zu gewinnen gibt es natürlich auch was. Und diesmal haben wir wieder zwei Spiele. Mein Stapel leert sich, wobei ich natürlich auch wieder anfange, demnächst wieder auszusortieren. Und weil wir im Urlaub sind, habe ich jetzt zwei maritimere Spiele genommen. Wobei das jetzt hier nur so ein optisches Ding ist. Auf Zack. Ein schönes Spiel von den drei Hasen in der Abendsonne. Da geht es darum, möglichst schnell Plättchen umzulegen und dann ja, so eine Holzscheibe zu greifen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich muss aber leider aus Platzgründen hier raus. Und dann habe ich noch ein Klaus-Täuber-Spiel, das Norderwind. Auch sicherlich was Nettes. Da ist noch das Schiff, die Albatros mit drin. Mal gucken, ob das alles so. Ja, sieht auch noch alles gut aus. Also es ist nicht nur ein Schiff, sondern es sind vier Schiffe drin, weil ja jeder sein eigenes Schiff hat. Also, Norderwind ist dann das zweite Spiel, was es zu gewinnen gibt. Wenn ihr also diese beiden, das eine ist ja schon fast ein Klassiker und auf Zack ist, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren erschienen, gewinnen wollt, dann schreibt doch bitte in die Kommentare hinein, welche drei Spiele ihr dieses Jahr mit in den Urlaub nimmt. Egal, wo der Urlaub sein mag, kann ja auch auf Balkonien oder Terrassen sein. Ein neues gespielt wird es nicht geben, weil ich habe gerade die Monatsbox ganz frisch herausgebracht. Es wäre jetzt irgendwie Quatsch, das Ganze nochmal zu erzählen. In der Monatsbox sind unter anderem Spiele drin, wie Beyond the Sun mit als Ersteindruck, Cryo, Equinox, Red Rising oder Quetzal. Ja, da dürfte sicherlich das eine oder andere vielleicht für euch dabei sein. Also meine Ersteindrücke oder auch schon häufiger gespielte Eindrücke sind hier Monatsbox Mai ist verlinkt. Ansonsten, ja, wünsche ich mir gerne noch weitere Abos, einen Daumen hoch für das Video und ja, wir hören und sehen uns dann spätestens am Donnerstag zur News-Sendung. Macht's gut, bis dann, ciao.